Liebe SWN-Zuschauer, heute sind wir auf der Autofreizeit Sport am Volksfestplatz und wir wollen euch heute ein paar Impressionen zeigen von dieser Ausstellung. Viel Spaß! Oh, das wäre doch mal was für mich, ja? Also BMW GS 1200, meistverkaufte Motorrad von BMW, eigentlich mit nichts zu vergleichen. Viel mehr kann man dazu nicht sagen, das Motorrad ist einfach unschlagbar. Was hat denn für Vorteile? Ich habe ja noch die GT1100 RS, was ist da der gravierende Unterschied zu der jetzt? Ich glaube, das führt jetzt ein bisschen zu weit, weil da muss man mal die Armaturen anschauen und dann sieht man dann schon mal, was der Unterschied ist. 1100 RS, also wenn ich das anschaue, ja. Und ihr schaut euch euer 1100 RS an, ja. Dann merkt ihr schon, da ist schon ein bisschen was. Ne? Da liegen 100 Jahre dazwischen, du hast die Modis, Rain-Modi, Dynamik, Road, du hast praktisch automatische Dämpfung, ja. Sprich Dynamik, ESA, stellt sich automatisch ein. Also wie gesagt, unschlagbar. Also hat sich ja von der Sicherheit her schon... Von der Sicherheit total. Du hast DDC, du hast also AS, du hast also praktisch Traktionskontrolle, du hast Kurven-ABS. Das heißt also, es geht auch in der Kurve, kann man mal ein bisschen bremsen. Und ja, also das... Die Traktionskontrolle, da kann ich mir jetzt nichts drunter vorstellen. Was bringt für dich nicht das ein Vorteil, wenn er die Räder nicht durchdreht? Ja gut, wenn ich jetzt so ein bisschen, das geht an, wenn es jetzt so wie bei dem Regen, du fährst auf eine Verkehrszeichnung, ne, bremst, die alte flutscht weg, die bleibt in der Spur. Das ABS ist dann ABS. Das ist kein ABS, weil das ABS ist ja beim Bremsen. Ja. Das macht ja bei der Traktion, bei der Traktion, also das heißt, das hält die Spur, auch wenn ich jetzt auf einen schlüpfrigen Asphalt oder Straßenbelag komme, dann bleibt die in der Spur. Du fährst über den Haufen Sand ne, und die bleibt drin. Wahnsinn. Also es ist gerade speziell die Traktionskontrolle ist wichtig. Und mit wem habe ich jetzt gesprochen? Mit dem Herrn Eck. Ja, Herr Eck. Ja, von Namensgefährte von mir ja fast. Ja, ne? Echt? Ja. Also vielen Dank. Ne? Nicht zu danken.
Als Resümee über diese Ausstellung können wir leider sagen, es gab nicht viel Neues. Aber man hat natürlich sämtliche Automarken, die es im Moment auf dem Markt gibt, konnte man anschauen. Aber zumindest die meisten. Und man kann sich einen Überblick machen. Sucht man also ein neues Fahrzeug und neues Fortbewegungsmittel, dann ist diese Ausstellung mit Sicherheit richtig. Und man kann ja noch besonders drüber schlendern.